Hallo zusammen, heute geht es um diese zwei Tiefkühlboxen und zwar um die Abkühlzeit. Es geht auch um diesen Katalog hier, das steht hier auf Seite 20. Und jetzt, die beiden Boxen sind ausgeschaltet. Ich schalte die Box hier ein, hier lange drücken und bei der Box hier auch lange drücken. Ihr Set kontrollieren, einstellen auf minus 18 Grad und die Box hier, die ist eingestellt auf minus 24 Grad. Ich habe hier oben einen zusätzlichen Thermometer, der hier zeigt 20 Grad an, der zeigt 19 Grad an. Ist wahrscheinlich vom Reinlegen die Differenz. Und die Box hier ist leer. Der Thermometer liegt innen drin. Und auch diese Box hier ist leer und der Thermometer liegt einfach so drin. Diese Boxen, die B46, die sind genau gleich von den Abmessungen her. Beide sind aus Chromstahl, beide sind die gleichen Verschlüsse. Aber es gibt natürlich massive Unterschiede. Die kostet 1270 und die kostet nur 625. Also ich verkaufe lieber von denen, weil da verdienen wir mehr Geld dran. Und somit solltet ihr die kaufen, das Video ist zu Ende. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Warum ist diese Box so viel teurer? Also die Box hier, die kaufen wir in China zu. Die kaufen wir das Gehäuse zu. Und bei dieser Box hier, die kaufen wir fertig in China und verkaufen die so, wie sie Standard aus China kommt. Und ich behaupte immer noch, das ist einer der besten Kühlboxen. Aber man kann ja das steigern. Und hier bei dieser Kühlbox haben wir einen anderen Thermostaten drin, also einen Industrieregler, der kostet schon mal ein bisschen mehr. Und wir haben einen dreimal stärkeren Kompressor drin. Das heißt, ich habe dreimal mehr Leistung. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ich lasse die Box jetzt hier kurz laufen, zeige euch, dass die runterkühlen kann. Die Boxen sind leer. Wenn ich die natürlich mit Inhalt fülle, dann muss ich den Inhalt auch zusätzlich runterkühlen. Will ich dann noch ins Gefrieren rein, muss ich den Inhalt noch zusätzlich gefrieren. Weil wenn ich 1 Kilogramm Wasser habe, oder 1 Kilogramm Bier oder Mineralwasser oder Coca-Cola, dann brauche ich von jetzt hier 18 Grad runterzukühlen auf 0 Grad für 1 Kilo Material circa 20 Watt Kühlleistung. Um das Kilo Wasser zu gefrieren, bis es hart ist, brauche ich nochmals 92 Watt Kälteleistung. Ja, da brauche ich einfach viel Leistung, wenn ich dann gefrieren will. Diese Box hier, die kann ich einstellen bis minus 18 Grad, man kann sie noch umstellen, da kann man sie runterstellen auf minus 20 Grad. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese zwei Tasten, also wenn ich hier Einstellung drücke, dann ist sie auf minus 18 Grad und die geht nicht tiefer. Geht im Moment, dann geht sie wieder auf die 18 Grad zurück, was eingestellt ist. Wenn ich diese zwei Tasten drücke, miteinander, steht hier 45, hier stelle ich hoch auf 50 und warte. Und jetzt kann ich hier wieder den Wert einstellen und jetzt kann ich die Box runterstellen auf minus 22 Grad. Diese Box hier, zweimal Set drücken und dann kann ich die runterstellen auf minus 35 Grad. Ah, die geht sogar noch tiefer. Gut, die kann ich eigentlich
glaube bis minus 90 Grad runterstellen. Was kann ich hier wesentlich mehr verstellen? Schaltdifferenzen, Kalibrierung von der Sonde und so weiter. Das ist eine Industrieregel. Ja, jetzt kann ich die Box runterstellen auf minus 22 Grad. Das funktioniert, das kühlt, das reicht für ein Tiefkühlen so im Standardbereich. Wenn ich aber solch eine Tiefkühlbox habe, dann kann ich auch bei plus 50 Grad im Kofferraum noch minus 20 Grad erreichen, was die Box hier, obwohl sie gut ist, natürlich nicht macht. Nur, es gibt auch sehr viele Boxen, die preisen an, was sie alles können, aber wenn sie dann wirklich bei 50 Grad in stehendem Auto laufen müssen, ja, dann erreichen sie die Temperaturen meistens nicht mehr. Und wenn Sie im Pharmabereich reinliefern oder in die Tiefkühl-Lebensmittelkette, dann müssen wir hier minus 20 Grad haben. Jetzt ist der Unterschied, dieser ist jetzt gefallen von plus 18 Grad auf plus 17. Und die war auch bei plus 18 Grad und die ist bereits bei plus 13 Grad. In diesem Katalog, da hat es Daten drin. Und hier steht Abkühlzeit von dieser Box, oder von dieser Box hier, die Standard, sollte jetzt in 20 Minuten minus 3 Grad erreichen. Also das heißt, diese Box hier, ich habe das Video nicht im Griff von der Zeit her, aber ich probiere es auch nicht zu schneiden. Vielleicht schneide ich irgendwo eine Minute raus. Hier sollte ich in 15 Minuten circa auf 0 Grad unten sein. Und diese Box sollte in 15 Minuten bereits auf minus 9 Grad sein. Wir haben auch hier dieser Kontrollthermometer, der ist bereits auf 7 und dieser ist auf 10. Warum habe ich hier eine Differenz? Hier messe ich am wärmsten Ort der Kühlbox und hier messe ich innen drin. Ihr habt das vorher gesehen, die Sonde liegt einfach so in der Kühlbox. Also das heißt, wenn wir Leistung oder Boxen vergleichen wollen mit dem Runterkühlen, kann man das auch nicht so ganz richtig machen. Weil wir haben zum Beispiel Boxen, da ist jetzt ein leichtes Aluminium-Innengehäuse, das hat nicht so viel Wärmeaufnahmekapazität. Es gibt auch Kühlboxen, die haben einen Kunststofftank und ein offenes Element drin. Da kann ich noch schneller runterkühlen. Habe ich aber ein massives Chromstahlgehäuse innen drin, dann braucht die Box länger, bis sie runterkühlt. Das ist natürlich auch das Thema. Wie stabil ist der Box innen gebaut? Wie viel Ware ist in der Box drin, selber von der Box? Also heißt Innengehäuse, Kühlelemente, Körbe und alles, was drin ist. Wenn ihr die Box hier natürlich richtig vollpackt, dann haben wir auch bei dieser Tiefkühlbox wesentlich mehr Leistung als das Teil hier. Jetzt im warmen Bereich spürt man das noch nicht so, dass die Box hier dann schneller ist. Hier kann man sagen, ich kann hier die, wenn ich nur kühlen will, reicht diese Box absolut. Wenn ich im Camper unterwegs bin und sage, ich brauche die minus 18 Grad nicht zwingen, mir reichen auch minus 10, weil das alles gefroren, das braucht auch weniger Strom und so weiter, dann reicht auch diese Box hier. Aber wenn ich wirklich Leistung brauche und tiefkühlen will, bei extrem hohen Temperaturen, dann brauche ich einfach mehr Leistung. Und vor allem, es gibt Leute, die gehen fischen. Es gibt noch andere. Es gibt noch Jäger und Fischer. Fahre ich nach Norwegen und gehe Lachs fischen oder sonst irgendwas, dann kann ich bei der Box etwa 500 bis 800 Gramm am Tag einfrieren. Bei dieser Box sind es 7 Kilo. Pro Tag. Das heißt, ich kann viel mehr Fisch einfrieren und vor allem ich kann den Fisch schneller einfrieren.
Weil wenn ich Fisch, auch alles andere Material, Gemüse und so weiter, Fleisch, wenn ich das schnell einfriere, gibt es kleine Eiskristalle. Kleine Eiskristalle heißt weniger Zerstörung der Zellwände. Das heißt, die Qualität vom Produkt nach dem Auftauen ist wesentlich besser. Das heißt, wenn ich Ware, Fleisch, Fisch einfriere oder Gemüse einfriere ganz langsam, entstehen große Eiskristalle und dieses Material besteht aus einzelnen Zellen und diese Eiskristalle zerstören die Zellwände beim Einfrieren. Und beim Auftauen sind die dann halt zerstört. Das heißt, da gibt es Leute, die sagen zum Beispiel, Gemüse kaufe ich mir tiefgekühlt, weil das wird ja eigentlich fast fliegend eingefroren. Das heißt, das wird in Luftstrom geschmissen und der hat minus 30 Grad. Beim Runterfallen friert die Ware im Luftstrom ein. Zu Hause packe ich das in einen Plastiksack, friere das, oder eine Friertüte, friere das runter, bis das von außen bis in die letzte Kern durchgefroren ist, dauert das Stunden. Wenn ich aber eine Erbse in einem fliegenden Luftstrom kühle bei minus 30 Grad, dann ist die innerhalb von einer Minute nicht mal durchgefroren. Und so sind dann kleine Eiskristalle und beim Auftauen dieses fertig convenient Produkt habe ich eine viel bessere Qualität, als wenn ich das zu Hause einfriere und halt nicht die Gefrierleistung. Ja, wir sehen jetzt hier, sind wir bei der Box schon auf minus 1, oben minus 3, weil hier messen wir den wärmsten Punkt. Und hier habe ich plus 3 und hier bin ich erst bei plus 10 Grad. Also das heißt, ich habe hier eine viel längsamere Kühlbox beim Runterkühlen, das hängt aber nur an der Leistung. Angeschlossen sind die beiden Geräte, beide an einem Netzgerät, das passende Netzgerät dazu und hier über 230 Volt. Aber ob ich jetzt das über 230 Volt betreibe, Netzgerät runter, kann ich auch eine Batterie daneben stellen. Ich habe bei der Batterie die gleiche Kühlleistung wie bei 230 Volt. Das ist so beim Kompressorkühlgerät. Der Unterschied ist, diese Kühlbox, die läuft mit dem Kältemittel R134A, wird eingesetzt im Klimabereich, zum Beispiel bei PKWs, früher in Kühlschränken, heute haben wir noch ein anderes Kältemittel und hier haben wir R404 bzw. R290, das ist ein organisch abbaubares Kältemittel, mittlerweile ist das Standard und da habe ich ein richtiges Tiefkühlkältemittel. Hier erreiche ich Temperaturen vom Kältemittel von minus 40 Grad Kältemitteltemperatur. Da komme ich hier gar nicht hin. Und je mehr Leistung, dass ich auf dem Kältemittel habe, desto schneller ist die Abkühlzeit. Wir sind jetzt hier bei minus 6, da drüben bei plus 7. Ihr seht, hier geht schon ein bisschen mehr wie bei einer Standardkühlbox und ich sage euch, das ist die beste Kühlbox, die ich habe. Von der mal abgesehen. Wenn ihr noch andere Boxen, es werden heute teilweise, machen sie Werbung, eine Kompressorkühlbox für die Hälfte von dem Preis kann ich dann bei AliExpress oder so irgendwo kaufen oder bei Amazon oder sonst irgendwo. Ja, das gibt's. Aber diese Abkühlzeiten haben diese Boxen nicht. Und es wird keiner Werbung machen mit diesen Zeiten, wo wir brauchen zum Runterkühlen. Ja. Das ist der kleine Unterschied. Ich denke, ihr seht hier, wo der Unterschied ist, plus 6 Grad oder minus 9 Grad.
aber ich brauche nicht so eine Box, wenn ich nur kühlen will. Ich brauche keinen LKW, wenn ich nur eine kleine Schuhschachtel durch die Gegend transportieren muss. Bei minus 10 machen wir das Video fertig. Hier habe ich auch 9,5, da drüben 1,2, weil also hängt die Sonne ein bisschen an der Wand. Ja, und hier verlinke ich euch das Video von dieser Box, kommt dann morgen. Ne, von dieser Box kommt dann morgen, dann erkläre ich euch die Box genau. Hier die Playliste von diesem Katalog. Hier gehe ich Seite um Seite durch, welcher, was hier alles drin steht oder noch ein bisschen mehr, weil lesen könnt ihr es, aber ich habe noch ein bisschen mehr Informationen zu dem Inhalt dieses Katalogs. Und somit wünsche ich euch mit minus 11 Grad einen schönen Tag.